Das ist die Forst. FAQ. Frequently asked questions. Die am häufigsten gestellten Fragen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die Überleitung vielleicht über den Harz. Und zwar im Harz wird der Borkenkäfer ja nicht bekämpft. Also bekämpfen kann man den zum Beispiel, indem man den Baum, der vom Borkenkäfer befallen ist, fällt, entrindet oder schnellstmöglich ins Sägewerk bringt. Dann trocknet der halt aus, der Käfer. Also die Larven, die unter der Borke sind, die sterben also dann ab. Larven ist das, was man auch Maden nennt. Genau. Also er ist erst eine Made und wird dann irgendwie zum Borkenkäfer. Zum Käfer. Ja. Genau. Ja. Und das wird ja im Nationalpark nicht gemacht. Aha. Und deswegen sieht der Harz auch so ein bisschen apokalyptisch aus. Also überall kranke, tote, abgestorbene Bäume. Kommt jetzt mittlerweile auch wieder Naturverjüngung drunter. Also man sieht, wie der Wald sich wieder aufgrund seiner Samen natürlich regeneriert. Und da stellt sich doch die Frage, kann man die Natur nicht sich selbst überlassen, Jan? Ja, und ich finde, man hört die auch wirklich, eine Top-Frage, weil die super oft kommt. Und und ich kann diese Frage auch total verstehen. Und ich habe das auch selber total lange gehabt. Und es geht mir auch immer noch so, dass ich mir oft denke, hey, ist doch auch voll geil, wenn wir Menschen... Lass es doch jetzt mal. Genau, ja, komm. Leute, ihr habt es jetzt die letzten 100 Jahre verkackt. Ja. So, lass es einfach mal gut sein. Und ganz so einfach ist es dann halt in der Realität leider nicht. Denn, also wir sitzen jetzt hier auch an so einem, Holztisch. Und haben halt unser Büro aus Holz und alle wollen auf einer Holzterrasse sitzen und auf Papier schreiben und so weiter. Und das Holz muss irgendwo herkommen. Und natürlich können wir die Natur sich selbst überlassen und man geht auch davon aus, dass sich das alles irgendwie auf lange Dauer regeneriert. Das Problem ist aber, dass wir als Menschen viel zu viel Einfluss auf die Natur ausüben, selbst wenn wir kleine Stücke von Wald unberührt lassen. Und also wenn man halt das Große und Ganze sieht, funktioniert das leider nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Prädatoren mehr gibt bei uns in Deutschland, also keine Raubtiere, die irgendwie andere Tiere fressen. Und also das Ganze ist leider viel größer und komplexer, als man das so klein und nischig betrachten könnte. Ja, also die kommen ja Gott sei Dank zurück, aber ja, was man auch noch einfach sagen muss, du hast jetzt gesagt, ja, hier, wir haben alles aus Holz und jeder will es haben, der Mensch wird immer konsumieren. Also wir werden immer Konsumierende sein und wenn wir das hier in Deutschland machen und die deutschen Wälder stilllegen, dann verschiebt sich das Problem an andere Stelle und ich finde, das zeigen wir oft genug in Beiträgen und werben ja immer für die deutsche Forstwirtschaft, die ja extrem nachhaltig ist und sich sehr viel Gedanken um den Naturschutz macht. Also man muss auch dazu sagen, eine Nutzung schließt ja nicht den Naturschutz in Gänze aus. Es wird ja viel dafür gemacht. Es gibt ja zum Beispiel das 10%-Ziel, also dass in Deutschland 10% der Fläche mal Wildnis werden sollen. Also es gibt riesige Nationalparks und so weiter. Also es wird ja auch dafür was gemacht, auch auf der Fläche, dass sich eben für den Naturschutz, also quasi eine mini-kleine Stilllegung entsteht, auch im Wirtschaftswald, damit sich halt dieses natürliche Gefüge wieder so ein bisschen aufbauen kann. Aber wenn wir das halt in Deutschland komplett stilllegen und das Holz nicht mehr nutzen, dann verschieben wir unseren Konsum auf andere Länder, wo irgendwelche Nationalparks abgeholzt werden oder in Russland oder Skandinavien irgendwelche riesigen Kahlschläge gemacht werden, die aber hier in Deutschland überhaupt nicht möglich sind oder verboten. Ja. Genau, und ich finde auch, also das ist eine total schöne Erkenntnis, zu merken, hier bei uns in Deutschland sind wir eigentlich ganz gut darin, den Wald so zu behandeln, dass er eben Nachhaltigkeit ist, dass er dass Naturschutz ist ein extrem wichtiger und essentieller Bestandteil vom Wald. Und das wird hier total gesehen und woanders leider nicht. Ja. Und wir können Wald in Ruhe lassen und es ist total wichtig, dass es auch Bereiche gibt, wie Nationalparke, in denen das passiert. Selbst da halt ja auch mit gewissen Einschränkungen, weil es irgendwo nicht mehr geht. Wichtiges Thema zum Beispiel Unfallschutz. Also wenn eine Straße durch den Wald geht, dann müssen wir rechts und links die Bäume einfach ein bisschen beschneiden, weil niemand möchte, dass einem ein Baum aufs Auto fällt. So, also irgendwo hört es natürlich auf. Aber und das ist ein bisschen die Antwort auf die Frage, oder? Ja, ich glaube, damit haben wir es ganz gut beantwortet. Ja.